Jo, meine lieben Freunde, was geht? Euer Panne wieder am Start hier, Leute. Ich wollte euch nur mal eine kurze kleine Info geben und euch mal ein bisschen informieren, wie es so weitergeht bei mir, ja. Viele von euch haben ja schon gemerkt, dass einfach momentan keine Videos kommen oder ganz wenig. Das liegt daran, Leute, Battlefield ist für mich momentan gestorben. Ich habe keinen Bock auf keinen Battlefield und deswegen will ich euch einfach mal so ein bisschen sagen, was so demnächst kommen soll, ja. Was ich so vorhabe und wo ich so Bock drauf habe und ja, diesen Monat sieht ja momentan ein bisschen schlecht aus, muss ich sagen. Aber natürlich geht es nächsten Monat mit Borderlands 3 los, ja. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es mir holen soll, keine Ahnung. Vielleicht hat ja einer von euch da irgendwie schon coole Vorahnungen oder weiß jemand, ob das richtig krass wird oder so, keine Ahnung. Ich mag Borderlands zwar, aber ich weiß nicht, ob ich so ein großes Spiel da irgendwie durchsuchen kann. Keine Ahnung, auf jeden Fall Borderlands 3 kommt am 13.09. raus, Leute. Da habe ich, denke ich mal, auch ein bisschen Bock drauf. Muss ich mir noch überlegen, ob ich mir das wirklich hole. Natürlich 100%ig, 1000%ig hole ich mir Zelda Link's Awakening, ja. Das kommt am 20.09. für die Switch raus. Da habe ich auch mega Bock drauf und wäre natürlich cool, wenn ihr da mal einen Kommentar zuschreiben könntet, ob ihr da was sehen wollt, dann würde ich das natürlich auch gerne bringen, ja. Ist ein altes Zelda Remastered oder Remake, sage ich mal, ja. Ziemlich nice auf jeden Fall und da freue ich mich mega drauf. Wahrscheinlich mein Spiel des Jahres 2019. Dann geht es natürlich weiter im Oktober mit COD Modern Warfare, ja. Da freue ich mich auch mega drauf, ja. Dadurch, dass Battlefield natürlich momentan relativ tot ist, freue ich mich auf COD und jeder, der die Modern Warfare Reihe kennt, weiß, dass es eine der besten COD Reihen war und auch ich bin der Meinung und deswegen freue ich mich mega drauf und habe Bock drauf und bin gespannt, wie der Multiplayer und natürlich sehr gespannt, wie der Singleplayer ist. Ich bin natürlich ein absoluter Singleplayer Fan, gerade von den alten COD Teilen und Battlefield und so weiter. War bisher immer gut. Muss man mal gucken, ja. Aber COD freue ich mich drauf. 25.10. Dann geht's am 22.11. weiter mit Doom Eternal, ja. Wer Doom kennt, weiß, Hirn abschalten, einfach nur ein bisschen schlachten. Da hab ich auch Bock drauf gehabt. Doom 2016 war auch mega gut. Ich glaube, das war 2016, ist das schon wieder so lang her. Ja, ich glaube 2016. Aber Doom Eternal wird auch gut, denke ich mal, ja. Ich weiß nicht, ob es ein Vollpreistitel ist für 70 Euro. Aber das könnte man durchaus mal bringen, obwohl damals ja so eine kleine Bannwelle rumging in YouTube wegen Doom 2016, keine Ahnung warum, da wurden einige Accounts gesperrt, weil die Videos davon hatten, auch ich habe die natürlich gelöscht, keine Ahnung welchen Grund dies hatte, aber naja, auf jeden Fall, Doom Eternal, Leute, am 22.11. ist auf jeden Fall ein Muss, wenn man mal Stress auf Arbeit hat und einfach zu Hause ein paar Zombies auseinanderreißen möchte. Dann gibt's noch, und das ist das Spiel, wo ich mich eigentlich jetzt auch sehr drauf freue und was jetzt auch als nächstes kommt, ja, also was diesen Monat sogar noch kommt, und zwar kommt am 30.08. The Dark Pictures Man of Medan raus, ja, das ist von den Until Dawn Machern und ihr wisst, Until Dawn, mega gutes Spiel, gerade ich finde das mega gut, ja, man spielt quasi eine jugendliche Gruppe und man spielt mit jedem Einzelnen abwechselnd und man muss Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen beeinflussen das ganze Spiel, beeinflussen das Überleben der Charaktere. Und das kann sein, dass am Ende, ich glaube, es ist sogar möglich, dass gar keiner überlebt. Es ist auch möglich, dass alle überleben. Es ist auch möglich, dass nur ein oder zwei überleben. Also es ist auch zufällig, wer. Also nicht zufällig, je nach Entscheidung entscheide ich quasi, wer überlebt am Ende. Aber man sieht das nicht an den Entscheidungen, man kann nur versuchen, es zu erahnen, ja, wie das Ganze weitergeht und so. Auf jeden Fall, Leute, am 30.08. The Dark Pictures Man of Medan, das Spiel werde ich höchstwahrscheinlich wieder mit der Facecam spielen. Ich weiß, dass einige von euch da draußen darauf abfahren. Und deswegen, Leute, Horrorspiele, hatte ich ja immer gesagt, versuche ich mit Facecam zu machen. Steht noch nicht tausendprozentig fest. Aber ich denke mal schon. Das ist so jetzt erstmal mein Plan und muss ich mal gucken, wie und wann und wie ich das dann durchsetze. Ja, Leute, das war es erstmal gewesen. Dadurch ist das Jahr 2019 jetzt, sage ich mal, größtenteils gefüllt. Ja, natürlich gibt es immer mal wieder Lücken zwischendrin, aber kann einfach momentan Multiplayer spielen. Nicht so wirklich was abgewinnen. Was ich momentan wieder ein bisschen anfange zu spielen, ist Shadow of War, ja, Schatten des Krieges. Dann habe ich hier Rocket League natürlich, aber da habe ich auch nicht jedes Mal irgendwie Runden, wo ich der Meinung bin, hey, die muss ich zeigen, die sind so krass, die muss ich unbedingt aufnehmen und muss ich hier zeigen. Ich könnte jetzt die Tore und so zusammenschneiden, das wäre auch relativ easy, sage ich mal, aber ich weiß nicht, ob das ist momentan einfach nicht so mein Gedanke jetzt, da einfach nur so Tore zusammenzuschneiden. Ich würde eigentlich schon so gern so ein ganzes Match, was so 5-6 Minuten geht, das wäre dann ein völliges, gutes, kurzes Video. Und deswegen gibt es da momentan jetzt auch nichts. Aber wird demnächst wieder kommen. Wie gesagt, Battlefield fällt momentan extrem aus. Null Bock drauf. Und
Ja, ansonsten muss man mal gucken, Leute, wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, irgendwelche Spiele oder wo, so, wo ihr euch drauf freut oder die ich vielleicht spielen könnte oder so, dann könnt ihr das auch gerne schreiben. Zu Division 2 hat sich ja keiner gemeldet, deswegen ist das Spiel auch erstmal beiseite gelegt. Aber falls ihr irgendwelche Spiele habt, wo ihr sagt, hey, komm, Panne, die würde ich gern sehen, das wäre cool, wenn du das machen könntest, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und dann werde ich mir das Ganze mal durchlesen und dementsprechend handeln, wenn ich da natürlich auch Interesse daran habe. Leute! Ich wünsche euch alles Gute, danke für die Zeit und ich hoffe, das Video hat euch jetzt mal ein bisschen informiert, wie es weitergeht hier. Der Kanal ist nicht abgeschrieben, Leute, es geht weiter, nur momentan ist einfach echt mau. Ja, hier ist einfach momentan überhaupt nichts los und schon seit Wochen, Monaten kommt einfach nichts Vernünftiges raus. Und deswegen ist jetzt halt einfach so eine kleine Sommerpause, so ein Sommerloch, wie man so schön sagt. Und es ist halt jetzt leider so, ja. Einige von euch werden mich verstehen wahrscheinlich und die anderen haben halt Pech gehabt. So Leute, macht's gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein, lasst euch mal wieder blicken. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich spätestens am 30.08. zu Man of Medan. The Dark Pictures, Leute, wenn die nächste Until Dawn-Geschichte weitergeht. Und ja, da freue ich mich extrem drauf. Übrigens, für 30 Euro kann man das Spiel erwerben, relativ günstig. Spielzeit soll 4-5 Stunden sein. Also ist nicht riesig groß. Kann man sich auf jeden Fall antun. Und wer auf Horror steht, sollte sich das nicht entgehen lassen. Leute, macht's gut. Euer Panne, haut rein und tschüss. Ihnen steht eine schwierige Reise bevor. Auf stürmischer See. Und oft wird es für Sie nicht einfach, den richtigen Weg zu sehen. Aber Sie sollten wissen, es gibt kein richtig oder falsch. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Auf hoher See müssen Sie das Geheimnis eines wachsenden Schreckens lüften, um dem absolut Bösen zu entrinnen. Und 5 vom Pech verfolgte Passagiere retten. Ob Sie Erfolg haben, bestimmen ganz allein Ihre Entscheidungen. Schnelle Entscheidungen. Mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Oder umgekehrt? Entscheidungen, deren Konsequenzen manchmal auf sich warten lassen. Doch es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen.